dann mit 9 Stunden 52, also Punktlandung, zu Hause. Jetzt fahre ich den heute Morgen rüber nach Landstuhl. Dann fahre ich im Anschluss hoch nach Pirmasens. Setze in Pirmasens einen 14-Tonnen-Bagger um. Und bringe dann im Anschluss 9,36 mit nach Hause. Da ist der Arm gerissen. Auf den ganzen Schmierleitungen drauf. Muss aber auch sagen, saublöd gelöst. Warum lege ich die ganzen Schmierleitungen so, dass ich den Arm ohne Holz runterzulegen nicht ablegen kann, wenn ein Löffel dran ist? Oder halt, wenn ich den Löffel quasi zu habe. Ich bin voll dunkel, ne? Ja, warum baue ich sowas? Egal, das war jetzt eben passiert gestern. Das haben wir gefliegt. Unsere Werkstatt. Ja. Und dann gucken, was der Tag so bringt.
Wände haben wir. Einfahren. Schauen ordentliche Spuren drin, ne? Aber hier drin, naja, trocken ist es. Alter, was machst du dann? Gelände, Automatik raus. Lernt man schon als kleiner Bub. Spurrille hier drin. Ich denke, ich fahre hier rein und stoße dann rückwärts da links hin und dann können wir den Bagger laden. Gucken wir mal. Die blöde Ausfahrt da vorne. Ne? Was ist denn gemacht? Ich das an. Okay. Bis hin rumlaufe. Ich hatte gerade angesetzt, den A zu sagen. Habe mich dann doch für den Bobis entschieden.
Danke. Gut. Oh, da ist ja Platz. Da ist ja Platz. Schaltet einfach nicht. Hier ab, da, das war jetzt nicht die Welt. So, der hat 36 noch geladen. Fahre ich jetzt nach Hause. Ich muss, wie gesagt, in die Werkstatt, da ist ein Riss im Spiegel vorne drin. Bin hier schon wieder in Pirmasens bei den ganzen Busse. Heute Morgen den 14 Tonner hierher gebracht, die 3,50 Meter darüber, dann fahre ich jetzt wieder zurück. Nichts Niveau-Regelung, kalt. Fahre ich jetzt wieder zurück und danach fahre ich in die Bundeswehr. Baumholder, Lager Aulenbach. Da haben wir jetzt unsere eigene Zufahrt. Oh, was für einen Gang gibt es immer dann. Haben wir jetzt unsere eigene Zufahrt dort. Wir müssen uns nicht mehr unten am Haupttor anmelden quasi, sondern wie gesagt, eigene Einfahrt. Hier das Band lade ich jetzt. Natürlich erst noch ein bisschen sauber machen, weil hat ja niemand Zeit dafür. Das mache ich schnell. Ich glaube, ich ziehe vorsorglich, ziehe ich mal einen Meter aus. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das so drauf gepasst hat oder nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich mess mal. Sorry, das war meine Uhr.
gerade Sembach von der Autobahn runtergefahren und mein Licht auf der linken Seite geht schon wieder nicht mehr. Ist jetzt die Dreiechse. Keine Ahnung, also es wird echt langsam Zeit, dass das Ding seinen Weg macht. Als ich den Volvo-Bagger vorgestern geladen hatte, vorgestern, und ich in Bruchsal Pause gemacht habe, war das auch schon. Da war die Begrenzung, die Rundumleuchte hinten war Ursache. Ja. Das checke ich jetzt auch mal, was hier Sache ist, und dann
jetzt hier erstmal neben an der Seite stehen. Vorne steht schon der Arm. Wie gesagt, ich muss jetzt erstmal hier zur Seite platzieren. Nicht zur Seite, sondern an die Seite. Muss dann auch noch 1,50 Meter ausziehen etwa. Erst laufe ich jetzt mal rein und gucke mir das mal an. Ich gehe schnell ausziehen. So, sorry, ich habe die Kamera drin gelassen. Da waren dann noch immer wahnsinnig Leute da. Alter, das hört mir gar nicht mehr auf hier. Unseren 46er, ob der den hebt. Detail.